Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der ASPL. Wir spielen gegen den guten Barry. Ein Gegner, den ich noch nicht so auf meinem Schirm hatte, beziehungsweise noch nie wirklich gefaced habe. Von daher bin ich sehr gespannt, was passieren wird, was wir erwarten können, was wir sehen werden. Und ja, das Format ist ein bisschen anders. Ich gebe mir gerade mal ein bisschen mehr Mühe mit dem Editing und sowas. Also sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich ziehe jetzt nicht meinen Hut auf und mein Hemd. Ich sitze jetzt gerade so da. Ich bin gerade nicht fit, wo ich das aufnehme. Ich bin ein bisschen erkältet. Hört man vielleicht schon nicht. Ist mir auch egal. Nächstes Mal mache ich wieder ein bisschen mehr was. Aber na, lebt einfach gerade mal so damit. Wir haben ein relativ hardwinning Matchup. Es gibt ein paar Szenarien, die out of control gehen könnten für ihn. Aber dafür bin ich eigentlich relativ gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ihr habt Spaß auf die ganze Sache. Guckt bei Barry vorbei, guckt bei den anderen Coaches vorbei. Und wir sehen uns im Teambuilder. Cheerio. Hier haben wir einmal nochmal im ganz Groben für euch das Matchup, bevor wir in den Teambuilder reingehen. Ich habe hier diverse Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. Da aufgrund seiner Typing Weakness, ich muss gucken, ob ich es euch zeigen kann. Nicht ganz. Aber ihr seht schon, er hat keine Grass Resistance, er hat auch keine Ground Resistance und er hat auch keine Dark Resistance. Das ist sehr schön für uns. Er hat das schnellste Mon im Spiel, aber das wird nicht mitkommen. Das komme ich gerade genauer gleich drauf zu. Die Grass Resistance ist Gouging Fire. Gouging Fire kann genauso wie Summer Center nicht mitkommen, weil Mewtwo mitkommen muss. Das erkläre ich euch aber gleich genauer. Cresselia kann hier ein Problem werden, wenn es Terra Poison geht, aber ich habe genug Möglichkeiten, den einfach auf einem langen und trockenen Weg zu outstallen. Ist zwar nicht der feinste Way, aber man tut, was man kann. Und ich kann's. Also ist die Möglichkeit für einen Stall, kriege ich hier relativ legitim. Und ja, das sind fast schon die wichtigen Punkte. Bundle und Pon sehen hier natürlich besser aus als Lunala, leider Gottes. Ich würde Lunala wirklich gerne mitnehmen. Kann ich diese beiden Mons mit dem Support meines Teams in Position kriegen, sehen sie echt gefährlich. Theoretisch Dinge, auf die ich aufpassen muss, wären Cresselia, wenn es Setup. Dafür seht ihr im Teambild aber eine Option. Ein Scarfy Suisora könnte meinem Ogerpon gefährlich werden. Und ein Clefable kann mehr generell ein bisschen nervig sein, aber dafür habe ich meine Mittel und Wege. Er hat auch nicht unbedingt die beste Hazard Removal dabei. Tentacruel existiert, ja, aber ist halt nicht das beste Mon. Kriege ich das in der gute Position, one-shot ich den einfach und dann ist der eh kein Problem mehr. Gut, ich würde sagen, das ist alles, was wir zur groben Teamübersicht zu tun haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Teambuilder. So, herzlich willkommen im Teambuilder für diese Woche. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich weiß, ich habe es noch nie getan, aber probieren wir es einfach mal aus. Ja, wir gehen direkt rein. Wir haben als erstes unseren Mons Iron Bundle, der zusammen mit einem anderen Mon, was wir mitbringen, extrem viel Pressure auf das gegnerische Team auswirkt. Er ist das schnellste Mon im Game. Falsch, nicht ganz. Summer Center ist um 2 Punkte schneller, aber Summer Center kann hier nicht mitkommen. Weil wenn Summer Center kommt, verliert er einfach Point Blank. Also er kann eigentlich nicht sein Summer Center und sein Gouging Fire mitnehmen, weil die halt einfach nicht gut hier matchen. Er muss Mewtwo mitnehmen. Deshalb könnte ich eigentlich Lunala mitnehmen, aber machen wir jetzt nicht. Wir nehmen unser X und unser S mit. Das sind ein Bundle und Ogerpon. Ogerpon seht ihr gleich nochmal. Und ja, Iron Bundle ist der schnellste Mon in diesem Game. Iron Bundle hittet verdammt hart und zwar alles, was er besitzt. Er hat keinen gescheiten Switch in das Ganze, weil Freeze Dry, Ice Beam, Hydro Pump alles mindestens two-hittet. Oder auch nicht. Im Fall eines Mega Spedefs Cresselias, aber ne? Ich vermute, dass es für Steph sein wird aufgrund von Ogerpon. Ja. Mit dem Speed Investment outspeedet es alles. Es hittet so hart wie es kann mit Choice Bags und einem maximalen Special Attack Wert. Er ist hier in dem Fall Timid, um halt in dem Fall, was ist es? Ich glaube, er outspeedet Mewtwo, genau. Er outspeedet definitiv Mewtwo und er wird halt keinen Hit überleben. Ja, das ist uns bewusst, Iron Bundle. Er hat nochmal Flip Turn und ein bisschen Momentum. Anchor wäre ja auch eine Option gewesen, da könnte aber kein Spec sein, um Cresselia irgendwie zu 101, ne? Aber das ist ja verständlich. Sonst gibt es zu Bundle hier nicht viel zu tun. Der ist halt ein phänomenal guter Breaker in dem Matchup und das wird er dir wahrscheinlich öfter sein, weil Bundle immer ein phänomenal guter Breaker ist. Aber gut, kommen wir zum nächsten Mon. Wie gerade eben schon angeschnitten, haben wir den guten Ogerpon dabei. Der hat hier die Choice Band Variante. Ich weiß, es ist sehr offensiv geloadet mit Choice Bags, Choice Band direkt auf den frühesten Mons, aber der burlet hier halt einfach komplett rein. In unserer Terraform sind wir der schnellste Mon im Spiel. Da hilft kein Choice Scarf, kein gar nichts was.
Natürlich, klar, Cheska auf YouTube, bla bla bla. Ja, wird nicht passieren, sind wir uns mal einig. Und ihr hitten alles verdammt hart. Der Gegner hat nämlich keine einzige Crash Resist außer Gouging Fire und Terra Cresselia. Aber Gouging Fire wird, wie wir gerade schon besprochen haben, nicht mitkommen. Wir können hiermit, wir müssen Max Speed sein, um gegen Choice Scarf Sorakisui zu creepen. Und demnach habe ich auch keinen wirklichen Intentionsgrund gehabt, irgendwelche interessanten Spreads zu machen. Wir können hier einfach Max Max spielen, haben 4 Moves und können einfach eindrücken. 90% der Zeit wird es Ivy Cut schon sein, weil der macht gut Schaden gegen alles. Er hat nicht wirklich einen Switch in der Reihe, außer halt Cresselia, der einen überleben kann und Gouging Fire, wenn er kommen würde. Alles andere stirbt sofort. Ist relativ simpel, ist relativ offensiv. Wir drücken Knöpfe und haben Spaß. Gibt uns mit U-Turn und Knockoff nochmal ein bisschen Möglichkeiten, Items zu removen oder zu U-Turn. Und falls Gouging Fire da ist, haben wir Stomping Tantrum, um dem wenigstens ein bisschen Schaden zu machen. Relativ simpel. Das ist unser Main-offensiver Core diese Woche. Zwischen den beiden Mons und der Rest wird alles ein bisschen supportive sein. Und zu den supportive Mons kommen wir auch direkt. Das supportive Mon Nummer 1 in meinem Kader, natürlich der gute Cyclister. Mit Regenerator und genug Speed, um über Mousehole zu kommen. Nein, falsch. Er ist gecreept auf einen modesten Mewtwo, im Fall, dass das kommt, mit ein bisschen extra Speed, dass, falls er denkt, dass ich auf modest Mewtwo creepe, er vielleicht doch damit geht und ein bisschen mehr Speed hat, habe ich nochmal ein bisschen mehr Speed, damit ich auch so ein Speed Creep denyen kann. Ich bin Shadtail, U-Turn, Knockoff, Rapid Spin, Standard Support Set, ich kann Shadtails auf Mons passen, die das in dem Matchup dringend brauchen. Und ich kann mit U-Turn trotzdem Momentum beibehalten, ohne meine HP zu opfern. Knockoff hilft mir, Items zu removen, wie beispielsweise Leftovers und Cresselia, den Rocky Helmet von Mola oder. Und mit Rapid Spin habe ich nochmal eine Möglichkeit, einfach Hazards zu removen, falls welche gesetzt werden sollten. HP ist, damit ich die größtmöglichen Substitutes passen kann. Und der bisschen Spadef ist, damit ich eventuell einen Mewtwo-Hit überleben kann. Unter gewissen Voraussetzungen kann ich das und kann mich, also beziehungsweise nicht überleben, sondern den Hit so tanken, dass ich trotzdem noch mein Substitute rauspassen kann. War eine Zurückbliebung von dem Building mit Lunala, dass ich da mit Lunala setupen kann. Lunala ist nicht gekommen, weil ich mich im Endeffekt dagegen entschieden habe, was auch eine gute Idee war, weil Ogapon hier einfach wesentlich besser aussah. Genau, wir loaden eine Citrus Berry, um HP beizubehalten, währenddem wir die ganze Zeit irgendwie shatteln. Und das ist Cyclizers Job hier. Er soll meine Mons enablen, Sachen zu machen. Von Cyclizer, unserem einen Remover, kommen wir zu unserem eventuell anderen Remover. Dem guten Mandibuzz. Der nämlich für uns hier eine sehr wichtige Rolle spielt, indem er gegen Mewtwo semi-matchen kann. Es gibt ein paar Sets von Mewtwos, die ich nicht handhaben kann. Aber auf den kriege ich wenigstens ein bisschen Schaden raus und bringe sie in Range von Ogre, von das sehr safe killt. U-Turn gibt mir Momentum. Foulplay hilft mir gegen Setup Gouging Fire, falls es kommen sollte. Taunt ist halt ein Standard-Saltbreaker-Set, ne? Roost einfach nur, ein bisschen healthy zu bleiben, da wir relativ voll bleiben müssen, um Mewtwo überhaupt annehmen zu können. Taunt hilft uns hier gegen diverse Mons, beispielsweise Clefable oder Cresselia. Hilft uns auch gegen Setup-Optionen von Gouging Fire und Prevented the Rocks of Pillow Spine und Naked Stack. Oder Clefable in dem Fall. Wir sind schneller als ein Cresselia. Also ich habe da ein bisschen bunt spekuliert. Hat sich, wie ihr im Kampf sehen werdet, auch gelohnt. Spadef ist Brücke genug, wie schon gesagt, um Mewtwo zu tanken. Und halt, na, ist ein Mandibuzz, der tankt auch mal einen physischen Hit ohne Probleme. Er hilft uns übrigens auch sehr gut gegen Sorakisui, um herauszufinden, was der ist. Der Plan ist, mit dem zu lieben, U-Turn und zu gucken, ob das Sorak war. Gut, somit haben wir das Mandibuzz Cyclizer Power Duo abgeschlossen. Kommen wir nun zum nächsten Mon, wieder ein bisschen was Offensiveres. Zur guten alten eisernen Hand, der uns hier mit einem sehr interessanten EV-Spread beehrt. Der ist schneller als ein Clefable, um das mit Heavy Slam einfach zu töten. Der ist bulky genug, um Mewtwo-Hit zu überleben. In gewissen Szenarien wieder. Das ist immer ein Wankelspiel. Mewtwo ist der große Grund, warum am Ende Ogapon und Iron Bundle mitkommen sind, damit ich halt irgendwas habe, was schneller ist als der, sonst verliere ich da relativ schnell 6-Out dran. Und das wollte ich nicht riskieren und damit mussten die beiden mitkommen. Musste leider das gute alte Lunala zu Hause bleiben, aber das ist schon okay. Volt Switch einfach für Momentum, wie auch Sachen wie Cresselia. Drain Punch, um mir ein bisschen HP zu recovern, gegen seine doch ein paar Fighting Weakened Pokémons und halt, um beispielsweise Gouging Fire zu outraden. Mola können wir daran gut leechen. Ja. Und Earthquake halt einfach, um Iron Hands und, nicht Iron Hands, Gouging Fire und Tentacruel zu töten.
Macht auch gut Schaden gegen Sachen wie den kleinen Salzstein. Overall, die Covert Cloak ist hierfür da, um Mola zu checken, dass wir in Mola einfach reinkommen können ohne Probleme. Der kann uns nicht statusen mit Scald oder sowas. Das hilft uns in der Hinsicht sehr. Und ja, ist eigentlich auch der einzige große Grund, weil das so mein Standard-Mola-Switchen ist. Und mit dem kann ich ein bisschen Pressure aufbauen auf Mola. Unsere Attack Riot reicht, um Gouging Fire zu two-hitten mit Earthquake. Wenn er ein bisschen bulkier ist, muss ich einmal zwischendurch Drain punchen, dann ist das aber kein Problem. Zumal das Ding auch relativ solide ist, wenn man es hinter Hits nimmt. Zu unserem letzten Monem-Punkt, glaube ich. Ja, soll das letzte sein. Kommen wir direkt. Und zwar das kleine Toxapex hier. Das relativ beidseitig bulky ist, hat ein bisschen Speed, um eventuell einen Speed-Tie gegen Knuckle-Stack zu gewinnen, damit er mich nicht for free einfach Soul-Kion kann, dass ich einfach ein Tick schneller bin. Infestation Toxic ist halt einfach nur, um Chip rauszukriegen. Haze ist zu preventen, dass Cresselia irgendwelche Blödsinn macht. Das Ding ist scheinmäßig dafür ausgebaut, um Cresselia zu one-on-one. Ja, ich weiß. Klingt jetzt nicht logisch, weil es ein Toxic Poison-Type gegen einen Psychic-Type ist. Aber Cresselia hat hier keine Möglichkeit, einen Psychic-Type-Move zu loaden. Der muss einen Ghost-Move loaden und der muss einen Fairy-Move loaden. Alternativ kann er auch einen Poison-Move loaden, wenn er Terra-Poison ist, kann er Terra-Blast spielen, ne? Ist so ein Ding, aber der ist dann standardmäßig einfach dafür da, diese Dinge zu 101. Der kann auch relativ anderen Pokémon stark auf die Nerven gehen, vor allem so ein Clefable, wenn er unaware sein sollte, warum auch immer. Normale Menschen dürften daran denken, dass Moongast Beam von Lunala unaware üben geht. Wird das machen, wird das nicht, seht ihr gleich. Und demnach kann ich dann auch Clefable besiegen. Ich bin auch in der Lage, gegen Gouging Fire anzukommen und natürlich auch Summercenter. Mewtwo ist natürlich wieder ein Problem, weil ich kein Momentum auf dem Ding habe. Wenn er hart in Mewtwo geht auf dem, habe ich immer ein Problem. Und das wird oft passieren in diesem Matchup. Aber ihr seid gespannt. Das war der Teambuilder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal die Info da, ob ihr sowas öfter sehen wollt oder ob ich das lassen soll, ob das euch überhaupt interessiert. Und wenn alles passt, sehen wir uns gleich im Kampf. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zur ASPL Season 4. Wir spielen gegen Luffy. Ja! Ihr wisst gar nicht, wie kippig ich gerade bin. Anyway, wir spielen gegen den guten Barry. Ja, Mann! cool. Der gute Barry, wie ihr gerade sehen könnt, hat keine Resistance für Fresh-Type-Boost dabei und hat einen Terra-Oberbau. Das ist jetzt eine sehr schöne Situation für mich. Lunala ist nicht mitgekommen, was ihn jetzt wahrscheinlich sehr ärgern wird. Und ja, hallo Momola. So, jetzt haben wir sehr viel. Wir haben alle Mons eingeloggt, wir liegen mit Ogerfunk. Und jetzt. Good luck, Herr von Barry. Habe ich mir schon geschrieben. Wie immer. Das ist schon lange her, das Video auch gesehen. Wir sind wieder zurück. Ich habe den letzte Woche in der Karte eine Serie von gesehen. Lass mal wissen, was ihr von den kleinen Teambuilding-Videos von weghaltet. Ob ihr es gefallen hat, ob ihr es gefallen hat, ob ihr es anders hättet. Ich habe gar keine. Für konstruktive Kritik sind immer offen. Ja. Wir gehen in die ASPL rein, diesmal ausnahmsweise mit den Gedanken zu gewinnen. Und das ist basically dann der Moment, wo ich einsteige. Hallo, ich bin Milo Chris vom Kanal Milo Chris, beziehungsweise MLC vom Kanal Milo Chris. Und yo, ich kommentiere für den Lukas noch, weil er scheinbar seine Audio verkackt hat. Wir sehen als Lead tatsächlich Cresselia und Ogerlock. Auf Ogerlock. Ich habe die Audio davor noch ein bisschen retten können, weil war auch extrem leise, aber ich habe es geschafft, das lauter zu machen. Deswegen habt ihr zumindest das Teambuilding mitbekommen. Und da hat er gesagt, dass Barry keinen guten Grass-Switch hat. Was tatsächlich stimmt, weshalb Terra Ogerpon super gefährlich für ihn werden kann. Wir sehen auch instant die Terra. Okay, Terra-Pflanze, ja klar. Und gehen wir auf U-Turns die Frage? Oder gehen wir einfach auf Rankenkeule? Wir wollen eigentlich keine Donnerwelle oder sowas fressen. Okay, er Terra tatsächlich auch. Und zwar in Terra Gift. Ja gut, so viel zu. Er hat keine Gras Resistenz. Er geht aber tatsächlich auf U-Turn, ja. Und ich denke, wir können hier eigentlich ganz entspannt auf Grifeldes gehen, weil Cresselia sollte tatsächlich kein Toxic mehr haben.
Und wir könnten abschlagen, wenn wir es haben. Okay, Lukas überlegt ein bisschen länger, beziehungsweise geht das seine Option durch. Aber ich denke, es ist eigentlich ihm. Ich denke, es ist eigentlich immer Mandy Boss. Okay, er geht in Hands. Weiß ich nicht. Terra Blast, ja, aber das hätte doch Griffel, das hätte wahrscheinlich auch keinen Schaden gemacht. Beziehungsweise ist der ein Hisui Zoroark im gegnerischen Team. Wahrscheinlich ist dafür Griffeldes gedacht. Und den wollen wir deswegen diesbezüglich dann nicht krass anchippen lassen. Was natürlich verständlich ist. Wir sind jetzt auf Iron Hands und haben den Erdbeben. Wollen wir den direkt drücken oder gehen wir davon aus, dass Mola kommt? Nein, wir drücken auf. Ich habe es nicht gesehen, das ist viel zu schnell vorbeigegangen. Ja, aber ich denke, wobei ist Mola ein Switch-In? Das ist riskant, das ist ein Elektro-Pokémon immerhin. Wir könnten auch in Pixie gehen, aber da könnte Heavy Slam kommen. Alles nicht so cool. Wir könnten auch in Cresselia einfach erstmal drin bleiben. Erdbeben bringt allgemein nichts, weil das Viech schwebt ja. Ich habe es komplett vergessen. Calmind ist. Okay. Wir gehen in Iron Hands und drücken den Volt Switch. Okay, wir wollten den Switch predikten. Er switcht aber nicht. Jetzt auf plus 1, 1 ist Cresselia eine deutliche Gefahr. Frage ist, was wir machen, weil toxinisieren können wir den nicht. Wir könnten hasten, ja. Allerdings wird der Psycho-Move doch dennoch Schaden machen. Vor allem jetzt auf plus 1 Spezialangriff ist das eine Gefahr. Er hat die Leftovers. Coole Menschen würden Giftschleim spielen. Ich bin ehrlich. Und wir gehen auf Haze. Psychokinese? Nee, er geht hart raus. Hat er vor irgendwas Angst? Er geht im Mew. Mutig? Ich meine, ich verstehe es. Wenn der hier einen Nessie-Plot zündet, dann. Junge, können wir mal darüber reden, wie mächtig Mewtwo aussieht, wie es da schwebt? Er ist schon anders cool. Okay, jetzt war für mich kurz die Musik weg, hat mich kurz verwirrt, aber egal. Mewtwo könnte jetzt einen Nessie-Plot machen, das wäre extrem stressig, gehe ich von aus. Wir gehen auf Gefällt. Ja, das predicted Barry ganz gut mit Ice Beam. Mewtwo ist eine deutliche Gefahr. Wir sehen bei dem kein Life Orb. Könnte War Glas sein. Braucht Mewtwo das, um diesen Schaden auszuteilen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich kalkt das Lukas an der Stelle. Weil wenn es wirklich Specs wäre, dann könnten wir wieder in Akrostella gehen. Das wäre ein Play, den wir machen könnten. Wenn es kein Speckschaden ist, sondern. Okay, wir gehen ohne große Gefahr auf Akrostella, also gehe ich davon aus, dass wir Specks sind. Beziehungsweise gehe ich davon aus, dass das gegnerische Pokémon Specks Mewtwo ist. Werden wir jetzt gleich sehen. Er drückt nochmal Ice Beam. Das juckt nicht. Und jetzt muss er eigentlich rausgehen, wenn er wirklich Specs ist. Ist der wirklich Specs? Wenn nicht, dann hat Lukas jetzt, glaube ich, ein ziemliches Problem. Mewtwo ist eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, der ging tatsächlich im Spieltag in der Liga 2 gar nicht weg. Aber ja, wir gehen auf Drehmoment, weil wir ja wissen, dass er switchen muss. Er switcht aber nicht. Der ist nämlich nicht Specs. Psychokinese statt sein Signature Move. Ist auch spannend. Jetzt werden wir sehen, ob der Switchen aufgegangen ist mit ob der Speed Creep aufgegangen ist auf Mopex. Ist er?
Weil das ein Modest Mewtwo ist. Oder. Ja, vermutlich ist es dann Modest Mewtwo. Der muss halt jetzt die ganze Zeit switchen und irgendwas von sich andamagen lassen. Das ist ja halt gar nicht mal so cool. Wirft er was ab? Wenn er abwirft und dann in Ogerpon geht, Ogerpon ist schneller. Okay, predicted er. Beziehungsweise ist es ein Drache, also was für predict. Mandibuzz ist tot. Das als erstes Mon zu besiegen ist nicht so schlecht. Vor allem, weil damit auch der Hazard Remover weg ist. Falls er mit Pixie sowas wie Stayfox legen will. Oder Tentox irgendwie Giftspitzen. Wobei Giftspitzen stören nicht, weil wir ja einen Akkusteller haben. Er weiß, dass wir schneller sind mit Ogerlock, mit Ogerpon und geht deswegen raus. Ja, alles noch soweit gut. Und Cresselia ist ein heftiger Check. Ich weiß nicht, ob Lukas Terra giftlich gesehen hat, weil er sehr, sehr euphorisiert das gegnerische Team angeguckt hat. Und aktuell sieht es ziemlich mies für ihn aus. Weil vor allem hat er ja auch Slow Momentum mit Molar und. Ja, okay. Slow ist Tentoxa nicht, aber dennoch. Molar hat da zumindest Slow Momentum. Und immer wenn Mewtwo reinkommt, muss er irgendwas abwerfen, oder nicht? Ist schon uncool. Gehen wir in Chattail und gehen auf. Was? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall die Zitrussperre, dass wir gleich wieder den Chattail drücken können. Deswegen finde ich Mopex so cool, weil mit Belebekraft und Chattail ist ja ein ziemlich nices Mon. Und wir gehen im Bundle. Aber Bundle macht halt keinen Schaden. Beziehungsweise so gut wie keinen Schaden. Ich muss sagen, bei mir kommt der Sound versetzt. Ich muss schauen, ob ich das dann fixen kann. Aber Cresselia ist eine deutliche Gefahr mit Terra Gift. Mit Terra Elektro wäre er nicht ansatzweise so stressig, weil wir den dann einfach toxinisieren können und dann ist er so gut wie tot. Ja, du musst jetzt irgendwas immer in Cresselia reinwerfen und irgendwas kriegt immer monströsen Damage. Ich meine, jetzt gehst du in Agrostella. Ich denke, ein Matchup, was wirklich hard winning auf seiner Seite ist, sollte nicht so laufen. Ob es Lunala an dem Punkt gewesen wäre, weiß ich halt auch nicht. Könnte sein. Aber Ogerpon und Bundle machen halt nichts gegen Cresselia, die prallen da halt ab. Er geht wieder raus. Übersehe ich irgendwas? Oder kann dieses Cresselia kein. Was wissen wir von dem Moonlight? Calm Mind? Terra Blast. Hat der echt nur Terra Blast Gift als Move? Wenn ja, dann. Okay. Mutig und so. Ja, aber irgendwie. Molar? Wir gehen auf Hydro Pump. Weil wir gedacht haben, dass er vielleicht rausgeht. Oh, Spiegel Cape war eine richtig starke Perform
von Barry an der Stelle. Und die Hydropumpe reicht sogar gegen Mola, um Iron Bundle hier rauszunehmen. Freestyle hätte vielleicht sogar gereicht. Er spricht hier gerade von Air Falon 6O. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Cresselia ist natürlich super nervig. Ohne Frage. Und Mewtwo macht absoluten Stress. Ist ein absoluter Stresser, weil nichts mehr schneller ist außer Mopex. Aber Mopex ist ein reines Support-Set, weshalb der einfach keinen Schaden macht. Ich meine, Mopex ist allgemein nicht dafür bekannt, den größten Damage-Output zu haben. Allerdings würde der mehr machen als mit dem Set wahrscheinlich. Cresselia ist halt immer der safe Switch. Ich weiß nicht ganz, wie er an dem vorbeikommen will. Ich glaube, du musst sofort an Acrostella gehen, weil der hat wahrscheinlich keinen anderen Move. Und dann ist dein einziger Play zu doublen. Vermutlich in Ogapon. By the way, Ogapon Feuer würde jetzt einfach Fruchtstamm verdrücken und dieses Cresselia wahrscheinlich töten. Aber Ogapon QS ist halt immer so ein Ding. Ich meine, ich liebe den. Ich glaube, von den Masken her ist es sogar mein zweitliebstes. Nach der Cornerstone. Oh, wir sehen Plage. Ja gut, Plage ist aber tankbar. Vor allem, wenn er Flipturn hat. Wenn er keinen Flipturn hat und auch kein Bettenpass, dann wäre das schon ein sehr verrücktes Set, weil ich nicht wüsste, welchen vierten Move er spielen will. Ich meine, Wish Protect ist ziemlich klar. Okay, er geht raus. Auf dem potenziellen Protect oder auf dem Flipturn. Erinnerungskraft triggert. Wir werden wieder schneller und Flipturn kommt. Yo. Aber Flipturn hat uns zumindest ein getoxtes Molar gegeben. Was nicht. Was eigentlich egal ist, wenn wir ehrlich sind, weil das Viech geht eh jede zweite Runde mindestens raus. Mewtwo kommt, okay. Mewtwo gegen Ogapon. Okay, er will Mewtwo heilen und geht jetzt wahrscheinlich in Cresselia. Was soll er sonst machen? Ist Cresselia noch voll genug? Wenn nicht, warum ist er jetzt nicht in Cresselia gegangen? Ja, doch, der ist noch voll genug. Erzähl mir nichts. Was macht es? 25, wenn es hochkommt? Ja. Ist nix. Ein Terra Blast Gift ist halt immer ein Ding. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt wieder Moon scheint. Also Moonlightet. Ein Crit ist ein High-Crit-Move, also kann das durchaus passieren. Moonlight kommt. Und ich glaube, jetzt kommt der Terra Blast. Jetzt musst du eigentlich wieder in den, genau. Frage ist, was dir das auf lange Sicht bringt. Oh, er geht nochmal auf Moonlight.
Moonlight hat zum Glück nur noch 8 AP ab der Generation, weshalb wir dieses Spiel nicht ewig mitspielen können. Er wird safe wieder rausgehen, weil scheinbar, zumindest sieht das so aus, hat er nur Terrorblast Gift als Move. Er hat aber so oft schon den Turn gezogen, dass er jetzt wahrscheinlich überlegt, ob er den nochmal ziehen will. Was ich durchaus verstehen kann, aber er macht es, weil er verliert dadurch nicht wirklich was. Er geht in Mewtwo. Wir gehen auch raus. Ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwann mal Protect ist. Ob es da nicht irgendwann mal Toxic oder sowas ist. Aber Ogerpon auf jeden Fall. Geben wir es sofort auf Kehrtwende. Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass Mewtwo, wenn der full ist, eine Kehrtwende tankt. Weshalb wir eigentlich auf Pikachu gehen müssen. Oder auf Abschlag. Aber wahrscheinlich macht Pikachu gegen Cresselia mehr Schaden. Ich verstehe auch nicht ganz, was Lukas sein Plan dahinter war, hinter dem Teambuilding. Ich meine, ich hab das Teambuilding einigermaßen gerettet, weil es an einigen Stellen doch zu leise war. Habe ich versucht zu retten. Aber durchgehört, als ob. Was nicht heißen soll, dass ihr es nicht hören solltet. Ich bin nur hier, um das Video nachzukommentieren. Ich werde mir das Teambuilding wahrscheinlich nochmal angucken, wenn das Video dann draußen ist. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von diesen Teambuildings sehen wollt. Ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe oder ob ich das rausgeschnitten habe. Aber er gibt sich tatsächlich relativ viel Mühe, diese Season. Und sollte teilweise auch belohnt werden, finde ich. Gut. Ogerpon geht. Ogerpon gegen Cresselia ist wahrscheinlich eine Sache, die wir in diesem Kampf häufiger noch sehen werden. Weil Ogerpon macht Stress, sobald Cresselia weg ist. So ist es nun mal. Drehmoment. Wenn er hier den Double macht, was er nicht macht. Ja, aber so kriegst du nach und nach Ding wieder voll, zumindest den Dino. Was ist sein letzter Move? Weil wir wissen Terra Blast, wir wissen Calm Mind, wir wissen Moonlight und wir wissen, weiß ich nicht. Vielleicht Spukball? Plunala? Weil. Er bleibt einfach drin. Wir gehen in Akrosteller. Was ist denn das letzte Move? Ich blick's nicht. Spukball für Lunala, ja, dachte ich mir. Okay, der macht aber halt auch nichts gegen Akrosella. Falls er ihn mit Plage bekommt, kann der ihn krass runterchippen. Er kann wahrscheinlich sogar die Plage ausstallen. Aber der wird never drin bleiben. Der wird vielleicht wieder Mewtwo gehen. Oh, er bleibt drin. Plage kommt. Was ich nicht verstehe, ist, warum man an der Stelle nicht Spukball durchdrückt. Weil Spukball kann zumindest den Spätzdef droppen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Klar, wir haben Haze, was die Sache komplett useless macht, aber
Hey, wir chippen Chris Helia runter. Und ich möchte niemanden. Ich möchte nicht den Turn von Barry an der Stelle kritisieren, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Spieler. Oder wie Krops sagen würde, ich bin Liga 2 Abschubfall. Nee, würde er nicht. Der ist im Vergleich zu letzter Season echt nett geworden zu Liga 2. Das war aber trotzdem nicht. Das war, glaube ich, trotzdem nicht der Play. Weil wenn Cresselia down ist, beziehungsweise wenn seine Moonlights weg sind. Ich meine, ja, Plage wird nicht ewig halten. Stand da gerade, dass Plage weg ist? Nee, okay. Aber Plage wird nicht ewig halten. Weshalb wir das Cresselia an der Stelle nicht killen können, wahrscheinlich. Hätten wir jetzt keinen Beulenhelm, sondern sowas wie ein Klammerband, wäre das alles viel, viel lustiger. Okay, er prediktet den Spukball, um sein Dino wieder voll zu bekommen. Was auch geklappt hat. Gehst du den Chattail into Acrostella? Oder was ist der Plan? Ich meine, Chattail into Packs ist eine Sache, die funktionieren kann. Und er macht es tatsächlich. Ich meine, was heißt funktionieren? Der hält wahrscheinlich gegen Cresselia ein bisschen aus. Und selbst wenn er rauswechselt, hat er immer noch den Sub. Heißt also, er muss irgendwas plagen lassen. Oder geplagt lassen. Verplagt lassen. Ich habe keine Ahnung. Geht er raus? Ist die Frage. Er kann das halt verhindern, indem er auf Mola geht. Oder in Tentoxa. Was will denn der machen? Ja, okay, Plage macht trotzdem Schaden, stimmt. Aber der kann trotzdem rausflippen, Turn dann. Barry scheint, braucht scheinbar für seine Entscheidung ein bisschen. Er geht raus in Pixie. Gut, wenn der Magic Guard hat, dann macht dieses Toxapex gar nichts. Das ist Zoroark. Der will den Hyper Voice loswerden. Boah, wer kommt denn von dir gut in den Hyper Voice? Erstmal angenommen, das ist eine Specs Hyper Voice, dann. Mein Headkalk sagt, da kommt nicht mehr so viel gut rein. Und vor allem ist ein Geist. Also. Und hat U-Turn. Also, trappen kannst du das Viech auf jeden Fall nicht. Er geht auf Psychic. Oh, okay. I mean, das funktioniert auch. Wir stallen jetzt ein bisschen mit Toxapex. Aber Barry hat immer die Möglichkeit rauszugehen. Wann auch immer er Lust drauf hat. Ja, aber ich so. Damit hat er zumindest kein Sash. Killt der? Nö. So mal absolut gar nicht. Ich glaube, Barry muss raus. Ich glaube, das ist wieder eine Zeit für Plage. Ich meine, sicherer ist es, wenn du jetzt nochmal auf Recover gehst. Aber ich glaube, du kannst jetzt auf Plage gehen, weil er muss raus.
Muss er nicht, okay. Der lässt einfach Zorak an der Stelle dahin. Plage. Ja, und dann noch einmal Recover. Oder er geht jetzt raus, findet Zack. Ja, kann er doublen. In. Boah. Maybe ein Drehmoment. Ich bin mir aber nicht sicher. Er geht raus. Und Barry bleibt drin. Tankt der einen? Ja, weil es ein richtig geiler Dino ist. Und damit ist Zoroark weg, damit ist es kein 6-0, sondern ein 5-0. Also, höchstens. Jetzt ist die Frage, kommt Mewtwo? Shirahoshi, das ist die Qualle. Nee. Ja, okay, das ist schon viel netter, Shirahoshi, dem Fisch. Ja, okay, das ist viel netter. Geht einfach auf Flip-Turn. Ja. Und jetzt kommt Mewtwo. Dann will ich dein Switchen sehen. Da musst du irgendwas abwerfen. Übrigens, er hat Worst Generation als Team-Logo. Mit einem Pampferno, was eindeutig in Gear 5 geht. Und Beerus ist doch ein Spitzname aus Dragon Ball, oder? Ich meine, der Spitzname passt, ohne Frage. Aber ich sag, Thema verfehlt, Kollege. Thema verfehlt. Der Drehmotor ist auf jeden Fall down. Und jetzt kommt Ogerpon und prallt wieder an Cresselia ab. Aber, und das ist das Gute, wir können jetzt in U-Turn gehen. Wir gehen in die Ivica, still okay. Meins kommt auf Selby hinaus. Das Gute ist, wir wissen, dass Iron, dass Hans keine Angst mehr vor irgendwas haben muss. Also zumindest was dieses Cresselia betrifft. Weil seine Moves eben Shadow Ball und Terra Blast Gift sind. Magellan. Das ist Toxi. Ja, das ist ein Toxer. Okay, umgeknüppelt. Jetzt kommt aber Cresselia. Oder Pixie. Beides Mons, die möglich wären. In der Theorie. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir nicht wissen, was für ein Pixie-Set das ist. Ich meine, der scheint unaware zu sein. Wahrscheinlich. Ne, wobei. Cresselia ist drin. Er denkt eigentlich, dass du Packs gehst. Ich würde aber immer in Hands gehen. Glaube ich. Nee, wobei, dann musst du wieder was sacken, wenn Mewtwo kommt.
Boah, wenn Barry anfängt zu doublen, dann wird's eng. Aber er wollte Ding erstmal voll bekommen. Okay, du bleibst einfach drin. Heißt also, dass Cresselia jetzt mit Terablast Gift dieses Orapon rausnimmt. Ich glaube, ich würde immer in Iron Hands gehen. Wobei jetzt könnte auch zu spät sein. Jetzt hat Barry maybe die Möglichkeit, in Mewtwo zu. Er hat eigentlich immer die Möglichkeit, in Mewtwo zu gehen. Wenn er es jetzt macht, dann kriegt er wieder einen Kill. Er bleibt aber drin. Und haltet mich für verrückt, aber ich sage, Iron Hands kriegt keinen Schaden. Und jetzt drückst du Heavy Slam. Drückst Voltwechsel, okay. Wie schwer ist Mewtwo? Da kommt Mola. Ja. Wahrscheinlich deswegen noch Voltwechsel oder so. Boah, mir gefällt das aber. Jetzt gehst du in Ogerpon. Doch, mir gefällt grundsätzlich, was ich da sehe. Jetzt muss er überlegen, ob er Maul abwirft. Ich für meinen Fall würde Pixie abwerfen. Weil Bruder Pixie ist eh unaware und bringt uns gar nichts. Ja, okay, der ist voll. Ja, wir können auch in den gehen. Fair. Aber irgendwann ist dein Moonlight halt auch weg. Jetzt hat Barry wieder die Möglichkeit zu dammeln. Das kann Lukas aber nicht riskieren. Wenn er hier auf Mewtwo geht, dann stirbt Iron Hands. Macht er nicht. Barry doublet nicht. Beziehungsweise ist das ein Double. Soviel ich weiß, hat Quinji mal für seinen Adventskalender oder so auf X, beziehungsweise auf Twitter, mal erklärt, was Doublen ist. Und ich glaube, ich verwende es die ganze Zeit falsch, aber das ist mir scheißegal at this point. Deswegen ist okay, denke ich. Und wie viel Schaden macht das? Was sehen wir? Ich sag, das macht nichts. Korrekt. Jetzt gehst du in Oropon. Und drückst U-Turn. Weil effektiv, selbst wenn der Mewtwo kommt. Nee, der ist nicht Specs. Wir wissen immer noch nicht das Item von Mewtwo, oder? Ich sag, U-Turn ist es eigentlich dennoch. Weil unsere Wincon aktuell, auch wenn es blöd klingt, ist Cresselia runterchippen und mit Ogerpon alles zu one-shotten. Das ist der Gameplan, den wir scheinbar jetzt gerade verfolgen. Hat irgendjemand mitgeschrieben, wie viele Moonlights sind? Nee, ich auch nicht. Vielleicht Lukas. Ich könnte mir vorstellen, dass er das gezählt hat. Ich meine, man könnte es wahrscheinlich nachverfolgen, indem man überlegt, was passiert ist, aber das ist nicht mein Job hier. Terablast Gift, ja. Heavy Slam ist eine Möglichkeit. Ich sag, Heavy Slam macht sogar mehr als. Okay, du willst auf dem Mauler wahrscheinlich dich hochheilen. Was ich auch verstehen kann.
Weil wenn du hier die ganze Zeit deine Strategie weiterfährst, beziehungsweise auf dem Moonlight. Er macht nicht Moonlight, okay? Er geht im Mauler. Er geht nicht im Mauler. Er geht im Pixie. Jetzt wäre es natürlich Heavy Slam gewesen. Ist das ein Speedy Iron Hands? Vielleicht ist Speed Creeped auf ein Pixie. Lukas ist ein verrückter Typ, ich kann mir vorstellen, dass er sowas macht. Ja. Ich weiß nicht, ob Pixie vom Grund aus vielleicht langsamer ist. Gehe ich nicht von aus. Ich glaube, der hat schon relativ viel Speed. Und ich glaube, so hätte ich es tatsächlich auch gemacht. Weil das nicht so blöd ist. Oh, Mewtwo. Boah. Ja, wahrscheinlich ist es Hans jetzt opfern. Und jetzt müssen wir hoffen. Leute, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wenn jetzt Eevee Catchel crittet, weil ist ja ein High-Crit-Move, dann kann Lukas das noch holen. Cresselia ist nicht mehr so voll. Der muss nicht in Cresselia gehen. Oder er geht im Mauler, wirft Mauler ab. Auch eine Möglichkeit, um Cresselia safe reinzubekommen. Wenn er safe machen will, dann macht er so. Punkt. Wenn er safe machen will, macht er so. Oder er geht auf den riskanteren Play. Und geht jetzt auf Cresselia. Und lässt sich kritten. Jirohoshi. Man muss sagen, Barry macht das hier an der Stelle richtig. Wie ich finde. Der Eevee Catchelt und knockt den um. Und jetzt geht ein Cresselia. Cresselia ist auf so einem heilen Stand, dass er einen mindestens noch tankt. Und jetzt ist es spannend. Hat er noch Moonlights? Wenn? Ja, ich glaube, er muss auf Acrostella gehen. Und wenn Barry das jetzt doubled, also wenn er jetzt auf Mewtwo geht, wenn er das prediktet, wie auch immer. Was sehr riskant ist, by the way, weil er könnte ja auch einfach angreifen. Das ist ein sehr, sehr riskanter Play. Wenn er hier auf Mewtwo geht, dann verliert er. Wenn er hier drin bleibt, er bleibt drin. Er geht das Risiko nicht ein. Ich sage, Crit hätte sogar vielleicht reichen können. Und damit ist es over. Ja. Das Ding ist, Acrostella geht. Acrostella macht keinen Schaden. Punkt. Geht er auf die Differenz, dann geht er jetzt auf Mewtwo. Macht er nicht. Das bedeutet, Lukas gewinnt an der Stelle 1 zu 0. Verliert an der Stelle 0 zu 1. So jetzt. Barry gewinnt 1-0. Und der Kampf ist sehr, 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 sehr knapp entschieden worden. Ich denke vor allem dieser letzte Play mit Acrostella, Cresselia, Mewtwo und Ogapon war nochmal sehr, sehr spannend. Man hätte davon ausgehen können, dass Barry drin bleibt, weil er bisher immer drin geblieben ist. Aber das kann man halt nicht riskieren. Weil er Goat ist an der Stelle dann doch noch. Lukas hat Cresselia nicht ausgeblendet. Okay, schade, Mann. Ich meine, cool, dass du Rahmen gemacht hast. Das nächste Mal dann richtig. Joke! Ich musste ihn auch ein bisschen fronten, weil
ich mir jetzt diesen Kampf hier vorab angucken durfte, was super nett ist. Was aber auch super belastend ist, weil ich den Watchstuhl mache. Was zum Fick? Wir skippen den Kampf, dann denke ich am Watchstuhl. Oder wir schauen Barrys Sicht. Boah, Barrys Sicht würde mich auch interessieren. Aber damit ist der Kampf entschieden und ich verabschiede mich. Ciao, ciao. So, das war's mit Woche 1. Ja, doch nicht so einfach wie erwartet im ganzen Endgeschehen. War ein sehr guter Kampf, das muss man dazu sagen. Ich hatte sehr viel Spaß. Barry hat hoffentlich auch sehr viel Spaß gehabt, auch wenn ich sehr gestallt habe. Es war ein sehr guter Kampf von beiden Seiten. Es war kompetitiv hochwertig gespielt. Auch wenn ich im Kampf öfters mal Sachen von mir gebe, wie das war ein Bad Play oder sowas. Ihr habt es eh nicht gehört, weil mein Audioqualität komplett vermurkst ist, aber hey, professioneller YouTuber und sowas, ne? Egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut bei den anderen vorbei, schaut bei Barry vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!